Arbeiter von den Suchlinow-Werken dann auf den Wollmarkt kamen, sahen wir schon den Zug der anderen Betriebe. Es waren schon viele Tausende. Wir trugen Transparente, darauf stand: Arbeiter, unterstützt unseren Kampf gegen die Lohnsenkung. Arbeiter, vereinigt euch! Wir marschierten ruhig und in Ordnung. Unser Betrieb kam direkt nach der großen roten Fahne. Neben mir marschierte Pelageja Vlasova, dicht hinter ihrem Sohn. Als wir diesen in der Frühe abgeholt hatten, war sie plötzlich angekleidet aus der Küche gekommen und auf unsere Frage, wohin sie wolle, hatte sie geantwortet: Mit euch gehen! Solche wie Sie gingen viele mit uns, denn der strenge Winter, die Lohnsenkungen in den Betrieben und unsere Agitation hatten viele zu uns geführt. Bevor wir zum Erlöserboulevard kamen, sahen wir einige Polizisten und keine Soldaten. Aber an der Ecke des Erlöserboulevards und der Tverskaja stand plötzlich eine zweifache Kette von Polizisten. Als die unsere Fahne und Transparente sahen, schrie plötzlich eine Stimme uns zu: Achtung! Auseinandergehen! Es wird geschossen! Und Fahne weg! Unser Zug kam ins Stocken. Aber da die hinten Marschierenden nachrückten, konnten die Vorderen nicht stehen bleiben. Und jetzt wurde geschossen. Als die ersten Leute umschlugen, erfolgte nichts weiter als eine Verwirrung. Viele konnten nicht glauben, dass das, was sie sahen, wirklich geschehen war. Dann setzten sich die Polizisten in Bewegung auf die Menge zu. Ich war mitgegangen, um für die Sache der Arbeiter zu demonstrieren. Es waren lauter ordentliche Leute, die da marschierten, die ihr Leben lang gearbeitet hatten. Wir standen noch immer ziemlich vorn und wir gingen auch nicht auseinander, als geschossen wurde. Wir hatten unsere Fahne, Smilgin trug sie. Und wir dachten auch nicht daran, sie wegzugeben, denn jetzt schien uns, ohne dass wir uns verständigten, dass es wichtig wäre, dass sie gerade uns treffen und niedermachten und die Fahne, gerade die unsere, die rote, wegnehmen. Dies wollten wir aber, damit alle Arbeiter sehen, wer wir sind und wofür wir sind, nämlich für die Arbeiter. Die gegen uns waren, mussten sich benehmen wie die wilden Tiere, weil sie noch so von den Suchlinows ihren Lebensunterhalt bekamen. Endlich würde es jeder sehen. Und unsere Fahne, die rote, musste besonders hochgehalten werden. Allen sichtbar, nicht zum wenigsten den Polizisten, aber auch allen anderen. Und die sie nicht sahen, denen sollte es erzählt werden. Heute noch oder morgen oder in den nächsten Jahren. So lange, bis sie wieder gesehen würde. Denn das glaubten wir zu wissen und viele wussten es sicher in diesem Augenblick. Sie würde immer gesehen werden, von jetzt ab bis zur völligen Umänderung aller Dinge, die auf dem Marsch ist. Unsere Fahne, die gefährlichste ist für alle Ausbeuter und Herrschenden, die unerbittlichste, aber für uns Arbeiter die endgültige. Tag trug sie der Arbeiter Smilgin. Mein Name ist Smilgin. Ich habe 20 Jahre lang der Bewegung angehört. Ich war einer der Ersten, die im Betriebe revolutionäre Aufklärung verbreiteten. Wir haben um die Löhne gekämpft und um bessere Arbeitsbedingungen. Dabei habe ich im Interesse der Kollegen oftmals mit den Unternehmern verhandelt. Anfangs voller Feindschaft, aber dann, ich gebe es zu, dachte ich, es ginge anders, leichter. Wenn wir unsere Macht vermehrten, dachte ich, würden wir mitzubestimmen haben. Das war wohl falsch, gestehe ich hier. Hinter mir sind es schon viele Tausende. Aber vor uns steht wieder die Gewalt. Sollen wir die Fahne weggeben? Gib sie nicht weg, Smilgin. Es ging nicht mit Verhandeln, sagten wir.
Und Pelagea Vlasova sagte ihm: Du musst sie nicht weggeben, Smilgin. Gegen eine friedliche Demonstration kann die Polizei nichts haben. Und in diesem Augenblick schrie ein Polizeioffizier uns zu: Gib die Fahne heraus! Und Smilgin sah hinter sich und sah hinter seiner Fahne unsere Transparente. Und auf den Transparenten unsere Losungen. Und hinter den Transparenten standen die Streikenden von den Suchlinow-Werken. Und wir sahen hin, was er neben uns, einer von uns, mit der Fahne machte. 20 Jahre in der Bewegung. Arbeiter, revolutionär. Am 1. Mai 1905 vormittags, 11 Uhr, an der Ecke des Erlöser Boulevards im entscheidenden Augenblick. Er sagte: Ich gebe es nicht weg. Es wird nicht mehr verhandelt. Gut, sagten wir, so ist es recht. Jetzt ist alles in Ordnung. Ja, sagte er und fiel vornüber auf sein Gesicht, denn sie hatten ihn schon abgeschossen. Die Fahne lag neben ihm. Da bückte sich unsere Pelagea Vlasova, die ruhige, gleichmütige, die Genossin, und griff nach der Fahne. Gib die Fahne her, Smilgin. Gib sie her. Ich werde sie schon tragen. Das wird alles noch anders werden.